Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CFD. Heute werden wir mal ganz spontan den M5 messen. 100, 200, mich interessiert das auch für die weitere Abstimmung. Ich möchte mal sehen, wie er da steht. Wir hatten den schon mal gemessen, als wir das Draghi vorgestellt haben. Und ich glaube, da hatten wir eine 8, oder sowas. Wir schauen mal, ob das heute vielleicht etwas schneller geht. Wir haben um die 14 Grad. Der Tank ist so bei einem Viertel. Wir fahren das Auto jetzt warm. Ich habe extra gestern meine Sommerreifen drauf gemacht. Ja, es ist schon Juni, ich weiß. Und ja, wie gesagt, wir fahren das Auto jetzt kurz warm. Und dann begeben wir uns auf die Autobahn und machen eine Messung. Und ich würde sagen, bis gleich. Beide Messungen sind gemacht und wir sind natürlich Profis. Wir hatten das ja letztens in dem Video mit Jean-Pierre schon gesagt, dass wenn die Abgasklappen zu sind, das Auto extrem zugeschnürt ist. Also dass die Lader dann nur ungefähr 1,2 bar Ladedruck aufbauen können. Und wir sind gerade gefahren und ja, hatten als Ergebnis 9,3 Sekunden ungefähr, 100, 200. Und da war bei mir natürlich schon die große Enttäuschung. Das ist ja doch sehr langsam. Dann habe ich noch mal kurz den Tester rangehalten, guckt, ob irgendwo ein Fehler im Auto ist. Und ja, dann ist mir aufgefallen, Lampe an, die Abgasklappen sind ja zu. Das kann ja gar nicht funktionieren, kann ja gar nicht schnell sein. Dann noch mal zurück auf die Autobahn, noch mal zwei Messungen gemacht, Klappe aufgemacht. Und siehe da, Ergebnis sind 7,3 Sekunden. Wir gucken uns das gleich nochmal in Ruhe an. Der Ladedruck lag so ungefähr bei 1,85 bar, und damit hatten wir halt dann ein vernünftiges Ergebnis, denke ich. Ja, wir sind hier natürlich todesmutig mit leerem Tank gefahren und dann dachten wir uns, wiegen wir mal das Auto komplett leer, hier bei der EDG in Dortmund, die uns freundlicherweise erlaubt. Und jetzt zeigt doch mal ganz kurz da das Ergebnis. Sieht man das? Ja, sind auf jeden Fall 2190 Kilo, die das Auto zu zweit hier auf die Waage bringt. Ohne Sprit, wohlgemerkt. Jetzt muss hier noch einer aufmachen. Guck mal, geht die Schranke schon von alleine auf. Super. Ja, also 2,2 Tonnen zu zweit ohne Sprit. Jetzt fahren wir mal schnell tanken und dann sehen wir uns gleich wieder. Adios. Zurück in der Firma. Wetter ist draußen ziemlich schlecht geworden, ist nur noch am Regnen. Wir haben jetzt mal die Draghi-Zeiten ausgewertet. Wir hatten ja im ersten Run eine 7,32 und im zweiten eine 7,36, also sehr konstante Werte. Und ich habe die Ergebnisse dem Roger Köhler wieder geschickt, der ja daraus immer die Leistungsberechnungen macht. Und der kam zum Ergebnis, dass die beiden Läufe eben sehr nah beieinander lagen. Er kam hier auf 693 bzw. 695 PS und das trifft sich eigentlich sehr gut mit dem, was auf dem kleinen Display zu sehen ist, also die Daten, die das Auto ausgibt. Abschließend muss ich sagen, ich bin damit schon relativ zufrieden. Das Auto hat ja noch nicht so viel Leistung. Und man darf auch nicht vergessen, in dem Wagen ist jetzt gerade keine Differentialsperre. Also wir fahren immer noch das 55i Differential und das Auto, nur zur Erinnerung, das Auto weiß das. Und da sind auch Fehler hinterlegt. Und ich denke, mit dem M5 Differential werden wir nochmal eine ganze Ecke schneller sein, weil die Übersetzung ist auch eine andere.
die Reifen, das sind 2,75er, das sind jetzt auch nicht gerade so die Monsterreifen. Also wir hatten jetzt schon so ein bisschen mit der Traktion zu kämpfen. Alles in allem ist das halt noch keine richtige Abstimmung. Und ich denke, in den nächsten Wochen, wenn wir hoffentlich unsere Antriebswellen mal bekommen, dann werden wir wesentlich bessere Ergebnisse haben. Und ich denke mal, so als Ziel eine ganz niedrige 6 ist schon realistisch mit dem Auto und vielleicht kommen wir sogar auf eine 5, das werden wir aber sehen und das hängt auch davon ab, ob wir die großen Lader drin lassen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf das letzte Video zu sprechen kommen, da ging es ja um das Thema Steuerhinterziehung beim Fahren ohne Cut und das hat euch ja schon scheinbar interessiert, denn es hat schon relativ viele Aufrufe und ich habe das Video auch in diversen Gruppen gepostet und da haben wir recht rege diskutiert. Was ich nochmal ganz klarstellen möchte, ist an der Stelle, dass wir eben nicht dazu aufmuntern wollten, dass jetzt alle ihren Cut ausbauen und damit durch die Gegend fahren. Das habe ich auch in dem Video gesagt, aber hier nochmal ganz deutlich, dass das nicht die Intention von dem Video war. Der ein oder andere hat das so verstanden, sondern es ging hier lediglich darum, um diesen Mythos mit der Steuerhinterziehung aufzuklären. Natürlich ist Fahren ohne Cut illegal, führt zu Strafen und das sollte man halt einfach nicht machen, weil es eben auch legale Alternativen gibt. Ich habe auch nochmal ein paar Fragen rausgesucht, die ich mir hier mal rausgeschrieben habe, die ich euch hier an der Stelle beantworten möchte. Und zu dem Thema Cut haben mich eben viele Leute gefragt, hey, wie ist das denn, wenn ich jetzt einfach einen Sportcut einbaue von irgendeiner Firma und ich bestehe die AU? Ja, das ist schön, dass du die AU bestehst, das macht aber rein gar keinen Unterschied, bleibt trotzdem illegal, weil die Abgasuntersuchung ist nur ein Prüfinstrument, das der TÜV in irgendeiner Art und Weise nachmessen kann, ob das Auto noch im Bereich ist und die Abgaswerte eben schafft. Die Werte, die dort genommen werden, also die Trübungswerte und all die anderen Werte, die dort erfasst werden, die sind überhaupt kein Vergleich zu dem, was man auf einer Abgasprüfstandsmessung im Labor erfasst. Ja, wir werden da nochmal genau drauf eingehen. Ich mache ja noch ein Video zum Thema Abgasmessung. Das wird auch sehr, sehr umfangreich. Werden wahrscheinlich sogar 2 Videos, weil es eben sehr viel zu erklären gibt. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, als würdet ihr einen Tischtennisball in eine Turnhalle werfen. Wenn ihr also diese Abgasuntersuchung beim TÜV macht, auf dem Abgasprüfstand im Labor, da wird viel genauer gemessen. Da wird jedes Partikelchen gemessen. Da gibt es Prüfzyklen, also Prüffahrten, die dort abgefahren werden. Also wie gesagt, um es abzukürzen, um die Frage zu beantworten, kann ich mir nicht einfach einen anderen Cut einbauen und wenn ich dann zur Abgasuntersuchung fahre, nein, kannst du nicht. Ist trotzdem illegal und nur weil du durch die AU kommst, heißt es nicht, dass es halt legal ist oder dass du dafür auch irgendwie TÜV kriegen würdest. Dann haben wir das Thema Standgeräuscherhöhung. Da haben auch sehr viele nachgefragt. Das Standgeräusch kann nicht einfach so erhöht werden, auch nicht durch Abgasanlagen. Das Standgeräusch kann nur durch eine Leistungssteigerung erhöht werden und diese muss dann eben auch im Teilegutachten erfasst werden. Ich denke, auch hierzu werde ich ein separates Video machen, weil das wohl sehr viele interessiert. Aber hier schon mal als Antwort, man kann das Standgeräusch nicht einfach so erhöhen, sondern dazu gehört ein passendes Teilegutachten. Das ist auch ein sehr, sehr umstrittenes Thema bei den technischen Diensten. Schauen wir uns noch kurz das Thema an. ECE-Anlage wird lauter, wer haftet? Also du kaufst dir jetzt eine Abgasanlage von XY und die wird über die Zeit lauter. Oder sagen wir noch schlimmer, du kaufst dir eine ECE-geprüfte Abgasanlage, baust die ein und die ist zu laut. Wer haftet? Da haben jetzt mehrere Leute geschrieben, ja, da kann ich ja nichts für und da muss dann die Polizei zum Hersteller gehen und denen irgendwas beweisen. Gar nichts müssen die. Du bist der Halter und du bist dafür haftbar. Und nur du kriegst den Stress. Ich möchte dir ein ganz kurzes Beispiel an der Stelle geben. Letztes Jahr Essen Motorshow wurde ich mit dem M5 Touring rausgezogen von der Polizei. Schön die Tuning-Kontrolle am Ende des Tunnels. Und bei mir ist alles eingetragen. Und die Polizei stand da mit 7 Kollegen um das Auto herum. Und hat auch, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Die fanden es schön und toll. Und dann hat der eine Chef da doch was gefunden. Und zwar war in meinem Fahrzeugschein ist ein Tippfehler. Bei mir ist ein Standgeräusch eingetragen von 3 Dezibel. Das geht gar nicht. Ja, 3 Dezibel, das funktioniert auf dieser Erde gar nicht. Ja, das stille Rauschen ist lauter. Da sagte der mir, theoretisch müsste ich sie jetzt stilllegen, ja, weil ich kann ja keine Standgeräuschmessung durchführen. Und nicht so, wie jetzt? Was kann ich denn dafür, wenn das Amt, also wenn die Fahrzeugbehörde oder die Zulassungsstelle hier in Dortmund meinen Fahrzeugschein falsch ausstellt? Und er sagte mir, ja, Sie als Halter sind verpflichtet, das nachzuprüfen. Sie sind hier einfach in der Pflicht, dass Ihre Papiere richtig sind. Okay, das wusste ich auch nicht.
also zurück zum Thema. Du haftest für deine Abgasanlage und wenn die zu laut ist, dann bekommst du auch den Ärger. Du kannst dann natürlich im Nachgang zivilrechtlich mit Sicherheit gegenüber dem Abgashersteller irgendwas geltend machen. Allerdings musst du dem auch beweisen, dass dein Auto komplett Serie ist, dass da keine Kombination vorherrscht, sonst kann man sich da wahrscheinlich schon sehr schnell rausreden. Das Thema Kombinierbarkeit ist auch ein eigenes Video. Das kommt auch in den nächsten Wochen. Und wenn die Anlage jetzt über die Zeit altert, dann bist auch du dafür haftbar. Dann hast du nämlich vielleicht keine hochqualitative Ware gekauft. Als Info, wenn man als Abgasanlagenhersteller eine Abgasanlage zulassen will, dann muss man sich initial einmal einen Materialtest unterziehen. Das heißt, die Dämmstoffe, die man in so einer Abgas- oder in einer Schalldämpferanlage verwendet, die werden getestet auf Langzeit. Da muss man dann 10.000 Kilometer mit der Abgasanlage zurücklegen. Da wird eine Eingangsmessung gemacht und eine Ausgangsmessung. Und da wird dann eben geprüft, okay, verschlechtert sich die Schalldämpferwirkung über die Laufleistung. Ja? Das heißt, der Hersteller muss das schon irgendwo nachweisen und der ist auch verpflichtet, stichprobenartig das über die Jahre immer wieder zu testen und das in seinen Akten eben vorzuhalten. Aber wenn deine Anlage durch eine falsche Nutzung oder du hast irgendwie den Kercher in die Abgasanlage hinten reingehalten, lauter wird, dann bist einzig und allein du dafür haftbar. Das waren die drei Fragen, auf die ich euch hier schnell eine Antwort geben wollte. Zu allen anderen Themen werden wir euch ein separates Video machen. Also wenn du Fragen rund um das Thema 100-200-Messung oder die Geschichte mit dem Cut hast oder zu irgendwelchen anderen Zulassungsthemen, schreib sie unten in die Kommentare und ich versuche das zu recherchieren und mache dann dazu ein Video. Ansonsten drückt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Video denkt, ob mein Auto zu langsam ist oder zu schnell. Wie auch immer. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bald sind Sommerferien. Und ich hoffe, allen geht's gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.